Holy shit, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe vor dem Royal Rumble und der Master of the Thousand Old hat gesagt, no! Richtig, nachdem wir letzte Woche uns das so schön überlegt hatten, dass M-Doc20 und Prince David den 15. Spot auskämpfen, weil Quackenbush ja schon im Opener um den European Title steht, hat Quackenbush gesagt, nö, ich gebe aber meinen Spot nicht ab, den ich eigentlich kriegen sollte und wenn, dann will ich noch eine Chance haben, meinen Spot zumindest zu verteidigen. Und damit ist das mal eben zu einem Triple Threat Match geworden. M-Doc20, Quackenbush, Prince David, Triple Threat, Winner takes den letzten Spot im Royal Rumble Match. Ganz genau, der letzte Mann im Royal Rumble wird hier heute in unserem Opener umkämpft und herausgefunden. Ja. Das wird bestimmt ein super geiles Match, deswegen möchte ich auch dazu ganz schnell kommen und wir kommen zu dem Rest der Karte. Air Fox trifft auf Matt Jackson, das gewinnt Air Fox. Das gewinnt Matt Jackson gewinnt das. Ja, dann eine ganz interessante Geschichte. Wir haben ja nach Final Battle Jimmy Jacobs gesehen, nachdem der ja eher so desinteressiert an Titeln ist und er gesagt hat, ich will einfach nur die Besten der Liga besiegen, ist er zu Mara Fuji hat gesagt, pass auf, ich will gegen dich catchen, ist auch garantiert ein Non-Title-Match, weil alles andere, weil der Titel interessiert mich nicht, ich möchte einfach nur zeigen, dass ich eigentlich der Geilste bin. Der Geilste bin. Hat Maro Fuji besiegt, unfassbarerweise. Und jetzt hat er gesagt, möchte er den aktuell zweitgrößten Mann, nämlich Super Dragon. Ja, mal gucken, ob er den auch besiegt. Ich sage nein. Ich sage ja. Niemals. Ja. Na fuck. Darf alles nicht wahr sein, Mann. Jimmy Jacobs scheitert aber an Super Dragon und das auch zu Recht. Zu Recht, so. Zu Recht. Ja, Quackenbush hat ja heute dann logischerweise zwei Matches. Weil die Rivalität zwischen Maro Fuji und Quackenbush geht weiter. Ach so, hat das Spiel einfach mal so gebuckt. Hat das Spiel so gebuckt, weil das Problem ist, Quackenbush hat ja einfach nur. Weil Quackenbush war ja ursprünglich nicht im Opener drin. Ja, ursprünglich nicht, ne. Aber Quackenbush hat gesagt, nee, doch. Doch, es ist mir wurscht, ob ich dann halt zweimal kämpfe, aber ich will meine Rumble Entry verteidigen können. So schaut's aus. Gut, aber deshalb verliert ihr das Match hier auch erstmal gegen Maro Fuji. Genau, weil er ja quasi schon ein Match in der Knochen hat. Quasi. Ach du Heilige. Das gewinnt er auch noch. Ach du Scheiße. Oh, Quackenbush ist on fire. Quackenbush ist on fire. So, dann haben wir noch Brian Kendrick gegen Colt Cabana. Das gewinnt natürlich Colt Cabana. Das gewinnt natürlich Brian Kendrick. Ja, das ist natürlich bitter jetzt, ne? Also so aktuell. Ich brauch mal langsam einen Punkt, ne? Hast du keinen Punkt, ne? Nein. Interessant. So, und Austin Aries gegen Daniel Bryan. One more time. Wird Daniel Bryan ein drittes Mal verlieren? Daniel Bryan macht das jetzt hier, komm schon. Nee, Austin Aries macht eine klare 3-0 und dann gewinnt Bryan trotzdem irgendwie den Titel. Aber gut, darüber reden wir beim Rumble. Oh! Ah, Gott sei Dank, ich hab einen Punkt geholt. Oh, hat er echt einen Punkt geholt. Ja, darf das wahr sein. Gut, Daniel Bryan schafft es also kurz vor dem Pay-Per-View nochmal ein bisschen an Momentum zu gewinnen. Und dann kommen wir zu unserem Opener Main Event. Open Main Event quasi. Open Main Event. Und das ist. Wir haben ja das Händchen für Opener, ne? Royal Rumble Qualification Match zwischen M-Doc20, Mike Quackenbush und Prince David. Wer wird gewinnen? David. Wäre auch meine Nummer 1 Wahl gewesen, weil der Mann mich mega überzeugt hat im Fatal 4-Way Match. Aber dann sage ich einfach Quackenbush, weil das ist der Master of the Thousand Holds. Ah, und dabei war der Master of the Thousand Holds Dean Malenko vor ihm. Ja, das ist ja jetzt was anderes. Oh, der ist gut getroffen mit der Hose. Mit der Hose, aber die Haare sehen komisch aus. Ja, nee, eigentlich passt es. Oh, erstmal eigentlich. Quackenbush, ne? Das ist auch sein erster Auftritt nach 148 Parts. Das finde ich schön. Das ist der 148. Part. Ja. Okay, was ja super, dann ist der 150. ja leider nur ein normales Match. Leider nur ein normales Rumble-Match, ja. Ja, beim Match bei Rumble. Aber da müssen wir mal gucken, was wir dann da machen. Vielleicht nehmen wir dann da ein World-Title-Match oder so, einfach weil es der 150. Part ist. Ja. Schauen wir da mal. Oh! Schöne Aktion von David, der heute wieder mit einem etwas anderen Outfit kämpft. In einem etwas anderen. Also gut gemacht erstmal. Ja, da lassen wir uns schon was einfallen. Hey, Maro Fuji, wie groß ist der denn? 2 Meter? Wer? Maro Fuji, der sieht so. Ach, Maro Fuji. Maro Fuji? What the fuck? Quackenbush. Warum? Der ist doch nicht groß. Sieht voll groß aus in der Hose. In der Hose, ja, die Hose macht's. Die Hose macht's. Hau mit dem Kick erstmal fast zwei. ja.
Ich find's krass, wie sie zu zweit nicht zurande kommen gegen den Mann. Das ist echt so, Quackenbush macht das ja alleine. Ja. So, oder ist aber M-Doc einfach so klein? Hallo, nicht rauchen. Wenn du trinken darfst, darf ich rauchen. Na was? Was ist das für ein Vergleich? Ich komme jetzt nicht. Du hast Schmatzen, aber was ist da los bei dir? Ja, das Schmatzen war schon gewollt, dass du das hörst so. Das war so ein Meh. Ja, nee, ist weißt klar. Du? Ja, nix Meh, nee. Oh, was kommt jetzt? Double Facebuster. Yo! Jawoll! Volle Kanne gegen M-Dog. Und? Was kommt jetzt? Sie bleiben zusammen. Yo! High-Cough kick da wird quasi. Der Backyard da erstmal rausgenommen, ne? Ja. Ah, und jetzt gehen sie auf Prince David. Oh, das sieht auch nach einem Double-Face-Buster aus. Oh, so ja. Sieht's wohl aus, ja. Quackenbush, ja, ein Mann der großen Stunde. Ich bin sehr gespannt, wie er sich gegen Marufuji schlagen wird. Oder ob er tatsächlich hier seinen Rumble-Entry sogar verteidigen kann. Das wäre natürlich ein Riesending. Oh ja, das stimmt allerdings. Mal sehen. Aber es ist natürlich auch schön, dass ihr Quackenbush quasi nochmal seht vor seinem Riesen-Opener, den er im nächsten Part haben wird. Ja, jeder, der mit Quackenbush noch nicht viel anfangen kann, guckt euch das 10-Minuten-Match an, gegen den Mann, der nicht im Universe-Modus ist. Gegen Cesaro, ich meine nicht Scott Hall. Beim Ted Petty Inventional von 2006. Ja. Dann habt ihr alles gesehen, was ihr von Mike. Ihr könnt euch überhaupt mal Ted Petty Invitational 2006 angucken, weil der Event war grandios. Weil man da noch irgendwie drankommt heutzutage. Ich hab ihn. Unter anderem auch, weil, und das ist das Match gewesen, was meine Liebe zu den beiden gebracht hat, nämlich Quackenbush vs. Colt Cabana. Und dann kam Quackenbush gegen Claudio. Und es war einfach nur ein göttlicher Event. Oh, und jetzt kommt ihr! M-Cross und so, ne? Wisst ihr schon Bescheid. Und versucht jetzt hier. Also entweder M-Dog 20 oder Matt Cross, aber M-Dog Cross ist schwarz. Ja, schon klar. Nein. Und jetzt dann wieder gegen David mit einem Double Chokeslam into Brainbus. Into Backbreaker und ein Standing Moonsault von. Oh, es gibt beide. No way! Yo! Was für eine Kombi! Oh, erst Crossbody und dann Shooting Star Press. Holy shit. Oh. Seit wann zeigt Quackenbush denn so MMA-Kicks? Manchmal ist er ganz schön aggressiv. Ja, wie willst du denn sein Moveset produzieren, Alter? Der hat nur unique Moves. Nur bis zwei. Da kannst du das unmöglich wieder produzieren in einem Videospiel. Physisch hat er ja Griffe drauf, die kannst du wahrscheinlich gar nicht programmieren. Meinst du die ganze Zeit Mission Holds, ne? Ja, klar. Er wird ja nicht umsonst Master of 1000 Holds genannt. Ja. Ich finde, der ist viel zu groß. Also im Gegensatz zu David, der ist größer als David. Wieso? Und das kann nicht sein. Der sieht doch nur so aus. Für mich sieht der so riesig aus. Oh. Oh, und da ist einer dieser geilen Holds, die er hat. Also er ist groß M-Dog gegenüber, aber Prince David müsste es eigentlich so eine Haarspitze eigentlich hier nur. Und wieder Standing Moonsword von Matt Cross. Und jetzt hat Quackenbush die Schnauze voll gegen die drei. Er will seinen Rumble Entry. Gegen die drei? Ja, gegen die zwei. Er will natürlich seine Rumble Entry verteidigen. Ja, und jetzt kickt er hier erstmal. Oh jo, alle raus. Alle raus. Und er tritt erstmal den Ring. Kein Bock drauf. Arschring. Und jetzt? Was macht M-Dog? Oh, ausgekontert von David. Und Dragon Screw draußen. Was Quackenbush hält sich da raus? Ja. Oh, Tiger Bomb! Yo! Oh ja. Tiger Bomb. Sehr gefährlich. Von Matt Cross. Und da tritt er nochmal hinterher, der Quackenbush. Der kennt da nichts, der ist ja hier sehr aggressiv unterwegs. Und der High Kick hinterher von Quackenbush. Und jetzt wird den Ring gewippt von M-Dog 20 hier. Ja, der muss natürlich jetzt die Chance nutzen, aber nee, wird nix. Und jetzt sollte M-Dog aufpassen, wenn er hier in den Ring kommt. Ja, nee, jetzt steht Prince David, das macht er eigentlich ganz gut. Yo! Quackenbush kurz hier mit dem Running Forearm, aber jetzt hat Whip-In mit Prince David und schön gekontert. Mit einem Armdrag hier gegen Mike Quackenbush und jetzt geht er wieder aufs Top Rope. Die High Flyer sind wieder unterwegs. Oh, Moonsault! Bitch! Ja, mit Bridge sag ich schon, also Bridge, mit Cover. Mit Cover halt, ja. Aber nur bis zwei. Ja, jetzt kommt wieder dieser. Nee, das ist schade, ich dachte, das wäre wieder der Backseat. Ja. Und nochmal!
Oh, Spray Bubble Shooting. Shooting Suppress, meine Fresse. Aber er kann ihn danach nicht covern. Oh. Was für Highflyer, Alter. Ja. Und Double Team Aktion jetzt hier. Und Double Gutbuster. Wie ist der Double Gutbuster? Ja, ich weiß ja nicht, Prince David geht's irgendwie noch nicht so gut. Nee, ich glaube auch irgendwie. Es ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Zack, Quackenbush kann jeden Move quasi abwehren. Es geht auf den Arm von M-Doc 20. Und? Na? So, Prince David jetzt, der muss jetzt die Chance vielleicht ergreifen, jetzt wo M-Doc 20 am Boden liegt. Und zack, Backbreaker, Neckbreaker Kombination. Kick. Hat ihn das ausgenockt vielleicht? Oh, ist und das der Cross-Arm-Breaker? Prince David mit der Chance! Aber... Ah, M-Doc 20 steht wieder. Oh, oh! Ich dachte schon, das wird hier ein ganz gefährlicher German Suplex. Und wieder David mit diesem wundervollen Arm-Drag. David! Oh! Mit dem Cross-Body auf Quackenbush. David macht das gut hier, aber jetzt müsste er mal so einen Move durchbringen vielleicht. David, jawohl! Stomach Crusher und Reverse DDT. Das ist die Chance für Macross eigentlich. Eigentlich, warum aber kann irgendwie. Cover der nicht Quackenbush? Das weiß ich allerdings auch nicht. Was hat er denn vor? Cover jetzt. One, two. Oh. Nee. Er hätte einfach Quackenbush covern sollen. Ja, absolut. Er hat gerade den Finisher kassiert. Oh, den Signature. Und da ist der Impaler DDT. Impaler DDT von David. Und den will Quackenbush abstauben, ja, nee, ist klar. Nee. Ja, da denkt sich David auch nur, dich schnapp ich mir jetzt. Ja. Raus mit dir. Du versaust mir meine Royal Rumble Entry nicht. Mal sehen. Und, oh, Dropkick wird abgewehrt von David. Ah, von M-Doc 20, sorry. Toll von M-Doc 20. Ah, Quackenbush ist schon ein bisschen angeschlagen und jetzt hat... Ah, okay, Knee to the Face. Und Cover von... Cover von Matt Cross. M-Doc aber 20. Dann ist Quackenbush sofort da, um das aufzubrechen. Harter Whip-In jetzt hier. Nee, holt ihn zurück. Oh, in den Big Boot. Big Boot, okay. So, nochmal Cover. One. No. Das reicht. Ah, das ging ein bisschen zu schnell, denke ich jetzt hier. So, Wasser. Der wird nochmal vor den Running Center. Yes. Ja, aber das ist wieder mit dem Cover versuchen. Ja, aber... Ja, ist auch so leicht programmiert, ne? Ja, ja. Oh-oh. Ah, okay. Macross verhindert jetzt Quackenbushs Aktion. Und jetzt möchte er gegen ihn arbeiten. Oh! Oh, ziehen ihm beide die Beine weg. Oh, das ist dieser Mega-German. Au! Oh. Und das könnte schon... der ist raus, oder? Nö, steht schon wieder. Er steht schon wieder. Okay. Er ist raus. Und zack, steht er wieder. Und jetzt kommen auch noch die Elbows von Quackenbush. Gegen David. Also hier will... Alle drei wollen unbedingt in den Rumble und ihre Chance. Ja, selbstverständlich. Oh Gott, und die MMA-Kicks. Es geht um so vieles hier. Die MMA-Kicks. Oh, oh, oh. Zack, und gute David Nacht, David. Aber wenn das jetzt hier wieder mit dem Cover versucht, ja, fallen jetzt ja, beide aber, mit dem Cover. Aber. Nee. Nee, und dann wird jetzt auch wieder ein Block. Oh, Matt Cross gerade noch so da. Ich dachte, jetzt verfeindet sich vielleicht Matt Cross hier mit Quackenbush. Und Double Backbreaker wieder. Double Backbreaker. Aber natürlich liegen jetzt hier... Oh, das ist gefährlich. Prince David! Und du! Was macht Prince David? Was macht David denn da? Was macht Prince David? Und damit fährt der Backyard in den Rumble. Ich glaube es nicht. Und mal wieder gewinnt der, auf den wir nicht tippen. Natürlich, das ist doch immer so. Das ist doch immer so. Meine Fresse. Oh Gott. Jawohl, und damit fährt M-Doc 20 Mr. Matt Cross zum Royal Rumble. Ja, und damit kriegt ihr jetzt noch die letzten vier Leute außer M-Doc 20. Die, Achso, ja, ja. Ne, da fehlen ja noch vier Leute bei ROH. Ja, dann erzähl mal. Nummer 12 ist... 11. Ne, 12. 11 hatten wir ja schon gerade. Ich dachte, das ist Nummer 15 jetzt, okay. Ja, im Prinzip ist das Nummer 15. Also Nummer 11
Sami Callihan. Nummer 12, Samoa Joe. Ei, ei, ei. Nummer 13 ist natürlich Tyler Black. Oh, oh. 14 ist, wenn es nicht so spät wäre, ne, aber ist mir jetzt egal, Super Dragon! Ach, scheiße. In der Woche, weißt du, nachts um 1. Ja, ja, kann man machen. Ja, kann man machen. Und Nummer 15, ihr seht ihn im Bild, MDoc20. Und damit haben wir sie, haben wir die 30 Mann. Oh, soll ich sie nochmal einmal alle vorlesen? Nee, denke ich nicht. Nee, nee, denkst du nicht? Gut. Nee, nee. Ihr werdet es ja dann beim Royal Rumble sehen. Sollte jeder wissen jetzt. Ja, sonst müsst ihr nochmal bei die Raw-Folge reingucken und quasi euch die beiden Enden anhören. Dann wisst ihr ja. Oder irgendeiner schreibt in die Kommentare, weil er aufmerksam war, was weiß ich. Ganz genau. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, das war die letzte Show vor dem Royal Rumble. Morgen geht es los mit dem wahrscheinlich wohl wieder mächtigsten Opener. Michael Bush gegen Maro Fuji um den European Title. So schaut's aus. Bis morgen. Bis morgen. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen, das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video doch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.